Monsieur Belcourt? Hatten Sie eine gute Anfahrt? Ja. Gut. Wie lange sind Sie nicht mehr hier gewesen? 35 Jahre. Darf ich Ihnen unseren großartigen Schriftsteller vorstellen? Stéphane Belcourt. Guten Abend, Herr Hammond. Und Ihr Nachname? Andrieux. Lucas Andrieux. Ist ja lustig. Denn ich kannte früher einen Thomas Andrieux in der Schule. Von denen gab's nicht viele. Muss mein Vater gewesen sein. Haben Sie ihn gut gekannt? Ein bisschen. Sag das bloß keinem. Fällt mir schwer, ihn mir so vorzustellen. Los, komm. Auf dem Hof hieß es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie war mein Vater so? Was willst du hier? Ich hab dich gewarnt, dass alles unter uns bleiben muss. Du verstehst es nicht. Du verdrückst dich und ich werd bleiben. Wenn ich bleibe, gehe ich drauf und du auch. Nur wenn Sie im Fernsehen waren, strahlte er. Wer war er für Sie? Warum wollen Sie nicht antworten? Hast du noch mehr solche Überraschungen parat? Weil dein Vater mich verlassen hat, ganz plötzlich, so wie dich, ohne ein Wort, ohne Erklärung. Wie war das? Ich fühle mich unwohl, also beruhigen wir uns. Du wirst nach Bordeaux gehen. Und dabei wird es gewiss nicht bleiben. Was ist los, Lucas? Erklär's mir. Alles bestens. Ich erzähl's dir ein andermal. Alles, was er mir hinterlassen hat, sind Fragen. Aber ich habe den Vater wie verrückt geliebt.